Frau Scherzinger, Sie erlebt im Laufe Ihres Lebens zwei besondere Erfahrungen. Die erste schon als Kind mit 5 Jahren. Wie kam es zu dieser besonderen Erfahrung? Mit 5 Jahren hatte ich eine Mandeloperation. Und normalerweise während einer Operation schläft man ja. Aber ich war wach und bewusst. Ich nahm alles bewusst wahr, was um mich herum geschah. Ich hörte alles und nahm auch wahr, wie der Operateur mir den Mund aufsperrte und mit seinen Instrumenten in meinen Rachen vordrang. Ich war wie gefangen. Ich wollte schreien, ich wollte mich bewegen, ich wollte mich bemerkbar machen, aber es ging nicht. Wie in einem Traum, wo man irgendwie etwas bewirken will oder vorwärts gehen will, aber es ging einfach nicht. Und ich geriet in Panik, ich hatte riesige Angst. Und es war fürchterlich für mich. Und es dauerte für mich eine Ewigkeit. Und dann plötzlich war ich aus meinem Körper heraus. Ich schwebte an der Decke und sah alles herum, um mich herum. Ich sah, wie die Operateure an mir arbeiteten und ich sah mich auf dem Stuhl sitzen. Ich hörte alles, was sie sagten und nahm alles wahr. Aber wie ich wieder in meinen Körper zurückkam, das weiß ich nicht mehr. Am nächsten Tag habe ich dann bei der Visite dem Arzt erklärt, was ich gesehen habe, aber er glaubte mir nicht und lachte mich aus. Auch meinen Eltern habe ich dieses Ereignis erzählt und auch sie glaubte mir nicht. Und das war für mich sehr irritierend, weil ich ja alles so klar und realistisch wahrgenommen habe. Und es resultierte daraus, dass ich wie meinen eigenen Wahrnehmer nicht mehr vertraute und eher den anderen Menschen glaubte, was sie sagten. Erst, und das ist noch nicht so lange her, vor einigen Jahren hatte ich mit einer technischen Operationsassistentin Nachtwache und ich habe sie gefragt, ob es richtig ist, dass wenn man die Mandeln operiert bekommen, dass man wie in einem Zahnarztstuhl sitzt. Und sie hat dies bejaht. Und das war für mich wie die Bestätigung, ich habe das so wahrgenommen, wie ich es sah, wie es war. Und dass es kein Traum war. Wie weit außerhalb des Körpers haben Sie das wahrgenommen? Aus welcher Perspektive? Also ich schwebte wie unter der Decke, von oben herab sah ich mich auf dem Stuhl sitzen. Später erlebten Sie noch eine Nahtoderfahrung. Mhm. Wie kam es dazu? Ich war 24 Jahre alt und gebar meine Tochter Regula. Die Geburt verlief problemlos, aber später löste sich die Nachgeburt nicht. Und ich erhielt wieder eine Narkose. Und wahrscheinlich habe ich während dieser Operation sehr viel Blut verloren. Ich sah mich dann in einem Tunnel. Ich wurde ganz stark nach vorne geschleudert. Ich hatte riesige Angst und glaubte zu sterben. Während diesem Erlebnis hatte ich wie einen Lebensfilm, der rückwärts sich spulte. Ich sah Ereignisse und Lebenssequenzen mit nahestehenden Menschen von mir. Und ich nahm gleichzeitig ihre Gefühle wahr, aber auch meine Gefühle. Das war sehr eigenartig. Und ich wusste, ich sterbe jetzt. Ich sah dann plötzlich am Tunnelende ein strahlend weißes, gleißendes Licht. Es war unbeschreiblich. Und ich schwebte diesem Licht näher und plötzlich war ich ganz ruhig. Und das Licht, das hüllte mich ein. Mit Liebe, mit Frieden, mit Glückseligkeit. Es war einfach wunderschön. Ich nahm aber auch gleichzeitig wahr, dass um mich herum Menschen waren.
Aber es war nur so ein energetisches Gefühl. Ich wusste, das ist meine Seelenfamilie. Ich habe mich sehr zugehörig gefühlt und es war wie ein Nachhausekommen. Es war schön. Und dann hörte ich mich telepathisch sagen, ich kann doch jetzt nicht sterben, ich habe gerade eine Tochter geboren, ich habe doch noch eine Aufgabe. Und ich hörte dann auch telepathisch, ja, für dich ist es noch nicht Zeit, du musst wieder zurück. Und kaum habe ich das vernommen, hat es mich wieder in den Tunnel gezogen und es schleuderte mich auf die andere Seite zurück. Ich erwachte dann und sah gerade in die Augen der Hebamme. Und sie hat mich so eigenartig angesehen. Und ich wusste, dass sie etwas wusste, was ich nicht weiß, dass etwas geschehen ist. Aber ich war so müde, ich war so unendlich müde, wie noch nie im Leben. Ich konnte kaum meine Tochter im Arm tragen. Machte mich auch ein wenig traurig. Und ich war einfach so müde, lebensmüde. Und andererseits dachte ich, jetzt sollte ich ja glücklich sein, ich habe eine gesunde Tochter geboren. Aber es hat mich sehr beschäftigt. Ich konnte auch nicht darüber reden oder wollte nicht darüber reden, weil ich ja diese Erfahrung gemacht habe mit 5 Jahren, dass man mir nicht glaubte. Sie sagten, Sie seien wie lebensmüde gewesen. Mhm. Kam das davon, dass Sie sich zurücksehnten an diesen Ort, wo sie sich so aufgehoben fühlt? Ja, ich war so eine lebenslustige, junge, aufgestellte Frau, aber ich wurde wie ein wenig depressiv und diese Sehnsucht, die war groß nach diesem Frieden, nach dieser Glückseligkeit, nach dieser unendlich grenzenlosen Liebe, die ich erlebte. Mhm. Und ich wusste, und ich weiß, dass Sterben etwas sehr Schönes, etwas Wundervolles ist, dass man absolut keine Angst davor haben braucht. Von dem Lebensfilm, der rückwärts lief, muss man das so verstehen, dass zuerst die vor kurzem geschehenen Ereignisse zuerst kamen und dann... Genau, bis zu meiner Kindheit dann zurück. Ja. Das ging alles sehr schnell und es waren nur... wie Bilder, Assoziationen und Gefühle, die ich dabei empfand. Was für Auswirkungen hatten diese Erfahrungen auf Ihr späteres Leben? Also die erste Zeit, die ersten 6 bis 8 Wochen, war ich wie ein wenig neben mir. Ich konnte mein Leben nicht mehr so richtig einordnen. Und ich war wirklich ein wenig auch depressiv und müde, einfach nur müde. Aber vielleicht war es auch vom Blutverlust, das braucht ja auch seine Zeit, bis das sich wieder regenerierte. Mhm. Aber mein Leben hat sich verändert. Ich nahm die Natur anders wahr, mit anderen Augen, ich sah die Farben anders. Ich war sensibler und feinfühliger geworden. Ich las sehr viele Bücher über das Sterben, über Nahtoderlebnisse, über Reinkarnation, Engel und Channeling. Beschäftigte ich mich sehr damit, weil ich plötzlich einen anderen Zugang dazu hatte. Ich hatte es nicht gerne, wenn irgendwo Streit war, oder sah auch nicht gerne Filme, wo Gewalt darin vorkam. Und spürte auch die Aura von Menschen. Und das hat mich dann auch bewogen, mich weiterzubilden. Ich machte eine Ausbildung in ganzheitlicher Heilmethodik und Medialität und in Astrologie. Und ich bekam immer mehr Antworten auf
das, was ich damals erlebte. Es bestätigte mir so vieles. Und ich sehe auch das Leben anders. Ich wusste, oder die Prioritäten veränderten sich. Ich wusste, es geht um Liebe, um Teilen, um Mitteilen, um Mitfühlen. Und zu lieben. Hat dieses Erlebnis dazu geführt, dass Sie von einem Leben nach dem Sterben überzeugt sind? Auf jeden Fall. Ja, da habe ich überhaupt keine Zweifel mehr. Das ist für mich so, ja. Frau Scherzinger, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, ebenfalls danke.